Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und es ist verdammt dunkel hier. Okay, mal gucken, was können wir denn machen? Macht Elektrolicht? Ja, ein kleines bisschen. Hat dich noch irgendwas Elementares? Feuerschwert? Auch gut. Ich glaube, ich bleibe mal beim Elektro... Nee, warte, ich nehme das Feuerschwert. Oder habe ich eine Holzwaffe, die brennt? Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann könnte ich das Feuer von der Fackel da vorne mitnehmen. Ich habe echt keine Holzwaffe, die brennt. Da muss ich echt ein bisschen... Naja, aber gut. Wir haben ein Großflammenschwert. Mit dem werden wir jetzt hier mal ein bisschen durchgehen und die einzelnen Fackeln anzünden. Oh, es ist so dunkel. Ich sehe überhaupt nichts. Wartet mal, vielleicht kann ich ein bisschen... brennende Pfeile schießen. Nee. Achso, doch, Feuerpfeile. Auch gut. Ah ja, guckt euch das an. Ich habe sogar eine Fackel getroffen damit, zufällig. Ziemlich cool. So ein bisschen Gras anzünden oder so wäre nicht schlecht. Oh, ist mein Bogen zerbrochen? Anscheinend. Ja, es hilft schon. Man sieht schon was auf einmal. Das ist schon ziemlich cool. So. Da war doch auch noch eine, oder? Nein. Da haben wir sie. Ah, was es hier wohl alles so zu entdecken gäbe, oder? Wenn man alles wirklich durchsucht. Aber es ist so dunkel. Da ist zum Beispiel eine ganz komische Struktur, wenn ich auf die Minimap gucke. Oh, das ist gut. Hier habe ich, so habe ich gut Licht. Aha, guckt euch das an. Ein Sumpf. Mit einem... Da kann ich jetzt gleich meinen Bohrer benutzen. Mit einem Leuchtstein. Den hätte ich lieber stehen lassen sollen, glaube ich. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich meine Waffe wieder auf die Feuerwaffe wechseln. Aber einen Feuerpfeil gezogen haben, ist eine gute Idee. Dann sieht man wirklich wenigstens um mich rum, sehe ich dann wenigstens ein bisschen was. Ich erkunde nur gerade so ein bisschen die Dunkelheit hier. Oh, was haben wir denn hier? Schleichling. Ich habe ein bisschen Angst, dass auf einmal irgendwas riesiges, bösartiges vor mir steht. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich schon, aber hat mir nicht viel gebracht. Kann ich mal hier die Wiese anzünden? Ah, irgendwie nicht so wirklich. Ich glaube, ich laufe gerade außerhalb des Labyrinths, in dem ich eigentlich sein soll, rum, oder? Klettern wir mal hoch. Ah. Okay. Irgendwie schon cool, finde ich, oder? Mir gefällt das. Ich finde es echt cool. I like it here. I don't want to go anywhere. I like it here. Ich höre Monstergeräusche. Da oben leuchtet irgendwas. Was leuchtet denn da? Ah, eine Feuerwaffe. Ah, guckt euch das an. Ich kann hier ein bisschen Feuer machen. Ein bisschen großflächiges Feuer. Oh Gott, zu viel Feuer. Zu viel Feuer. Und kein Auftrieb. Halt, was glänzt denn da? Eine Fackel. Naja, gut. Fackeln, eigentlich keine schlechte Idee. Warte mal. Genau, ich kann hier mal das Feuer anzünden, immerhin. Feuerlanze. Ich habe eh schon ein Feuerschwert eigentlich, oder? Ich glaube, von da kommen irgendwo Geräusche. Ich verbrauche hier so viele Feuerpfeile. Ey, zum Glück habe ich so viele. Ich habe so übertrieben viele. Oh, guck mal, da drüben ist eine Kugel. Oh, und da ist ein Gegner. Genau. Guckt ihn euch an. Man sieht ihn nicht, aber man kann ihn erahnen. Ein Riesending. Kerl.
Hey, Riesending-Kerl. Aufstehen. Ja, der hat wirklich... Ja, na... Ich sehe hier nichts. Ich kann doch nicht im Dunkeln gegen den kämpfen. Doch, kann ich ganz gut eigentlich. Ah, das wollte ich nicht. Zumindest hat er ein riesiges leuchtendes Auge. Come on. Come on, Hinox. Wo bist du? Da ist er. Jawohl. Ich zünd mal seinen Armschutz hier noch an. Seinen Beinschutz. Dann kriegt er Panik. Der ist zum Glück nicht besonders stark. Au. Ich glaube, er ist auf mich draufgetreten. Schwer zu sagen. So, das war's. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wohin mit dem Bällchen. Ja, zumindest leuchtet das. So, wohin mit der Kugel? Da oben ist eine Fackel. Hm. Ist das da ein Podest? Ja, ich glaube schon. Der hat ja direkt drauf geschlafen oder zumindest gleich daneben. Das ist cool. Perfekt. Gar nicht so schlecht geworfen. Oder vielleicht sollte ich Golfer werden. Versuchen wir mal. Golf spielen. Achtung. Oh, das war viel zu stark. Nein. Ich habe es wieder vom Green runtergekickt, die Kugel. Jetzt komm, ganz vorsichtig einputten, Link. Ganz vorsichtig putten. Und? Ah. Oh. Gemein. Na gut, ich schummel ein bisschen. Ich schummel ein bisschen. Du, 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 du. Nein, ich habe den Ball nicht berührt. Der ist von allein dahin gerollt. Ich finde, das sieht echt cool aus. Diese unrealistisch dichte Dunkelheit, diese magische Dunkelheit, in der man fast nur die Lichtquellen sieht, aber sonst nichts beleuchtet wird. Ich finde, das sieht sehr schön aus, oder? Hier so dieses Bild. Mir gefällt's. I like it very much. Wirklich. Bezaubernd. Na gut, dann gehen wir mal in den verdienten Schrein. Kito Wawai. Schrein. Mal schauen, was im Kito-Wawai-Schrein auf uns wartet. Ich schätze mal irgendwas mit Dunkelheit, wobei man weiß es nicht. Vielleicht ist das jetzt der hellste Dungeon überhaupt. Der ist so hell, dass alles weiß ist und man muss Schattenkugeln werfen, die Dunkelheit bringen, damit man was erkennen kann, Konturen. Das war eigentlich cool. Nein, er ist ganz normal beleuchtet, aber wässrig, sehr feucht. Ah, okay, ich verstehe. Klar, die Dunkelheit war die Prüfung. Ich krieg hier einfach eine Belohnung und fertig. Antiker Reaktorkern. Dankeschön, den nehme ich gern. Ha, reimt sich. Jo, und von mir kriegst du jetzt auch noch ein Bümmelchen. Herzlichen Glückwunsch, sagt er. Dann fehlen noch zwei, dann können wir uns drei Herzen holen. Aber ich würde jetzt gern alle Schreine machen. Wir haben so einen Schreinmach-Flow gerade. Das ist der Schreinmach-Flow. Der geht einfach so, von ganz allein. Perfektes Blocken. Halte den Schild. Das perfekte Blocken sollte ich tatsächlich üben. Wenn ich es schaffen würde, so einen Leunen zu kontern. Da würde er blöd aus der Wäsche schauen. Wenn ich auf einmal konter und er macht so, what? Und ich mach so, ja. Und er macht so, I'm dying. Und ich mach so, you're dying. Und er macht so, I know, that's what I said. Right now. What? Okay. Was ist das? Ah, das ist eine Monsterfestung. Und das da hinten? War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Na gut, okay, dann passt schon.
Jetzt passt mal auf. Ich glaube, jetzt sind hier keine Schreine mehr mit einem orangen Eingang, oder? Ich sehe keinen mehr. Ich glaube, alle sind blau jetzt. Das heißt, alle aufgedeckten Schreine sind weg. Ich habe hier eine Sternmarkierung gemacht und ich weiß nicht warum. Ich würde fast sagen, da schauen wir rein, oder? Das heißt, ich teleportiere mich mal hier hin und dann müssen wir, glaube ich, nur von der Klippe springen. What could possibly go wrong? Kennt ihr, wisst ihr, was mich das Segeln in Breath of the Wild immer ein bisschen erinnert? Es gibt eine Mythbuster-Folge, da testen die den Mythos, ob das geht, dass jemand, irgend so ein Bauarbeiter im 100. Stock von einem Hochhaus fällt zusammen mit einer, ich glaube, eine Pressholzplatte oder sowas war das, runter und hält sich über sich so die Pressholzplatte und kann damit segeln. Das haben die getestet und anscheinend vom Auftrieb her wird es laut denen tatsächlich funktionieren, nur mit Kontrollierbarkeit und Kraft ist es eher schwierig. Und da muss ich immer so ein bisschen dran denken, wenn Link darunter segelt, weil es vom Prinzip her das gleiche. Wo ist denn der Stern? Ich sehe hier keinen Stern. Da hinten. Ah! Oder auch nicht. Naja, schauen wir mal. Ich segel einfach mal hier runter. Ah, guck mal, da unten sind zwei Podeste. Halt, was war denn da? Da ist irgendwas. Da muss ich mal kurz hochklettern. Ah, es regnet. Na, das wird schwer mit hochklettern. Jetzt hätte mich echt interessiert, was da jetzt oben ist, aber gut. Wahrscheinlich war es nur ein leuchtendes Erz, oder? Wahrscheinlich war es nur leuchtendes Erz. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das hat irgendwas mit einer Sidequest zu tun. Ich muss irgendwie. Was war das gleich nochmal? Fragmente der Steintafel gefunden. Ja, habe ich. Könntest du mir vielleicht ein Bild von den Fragmenten zeigen? Eins der Fragmente soll hier in der Nähe sein. Okay, ich muss hier die Fragmente von dieser Tafel finden, suchen und finden. Damit wir da rein dürfen. Und eins soll hier in der Nähe sein. Der ist gut. Ich glaube, ich grabe ein paar Erze ab, wenn wir schon hier sind. Ich kann ein bisschen Kohle brauchen. Hey. Ah, da fällt mir was ein. Vielleicht ist das eine Sidequest. Vielleicht ist das eine Schreinquest. Ich habe hier nämlich auch noch, jetzt passt mal auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Schreinquests. Ich habe, wenn ich die 6 gefunden habe, dann gibt es noch 7 versteckte Schreine über solche Missionen zu finden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal schauen. Fragmente der Steintafel, Bilder. Ich aktiviere die Quest mal. Vielleicht hilft uns die. Nee, die zeigt uns nur den Zielpunkt an. Hier in der Nähe soll irgendwo eine Steintafel sein. Soll ich jetzt überall rumlaufen und die suchen oder wie? Ich habe keinen Anhaltspunkt und gar nicht. Oh, da ist sie. Okay. Das ist leichter, als ich dachte gewesen. Ich fotografiere das mal. So. Ach so. Und hier ist mein neuer Erzbohrer. Mache ich gleich ein Foto fürs Album. Erzbohrer, sehr gut. Ich habe mich eigentlich nur verdrückt, aber anscheinend hatte ich den Erzbohrer noch nicht fotografiert gehabt. Ich komme. Ich sollte mich mal regen. Ich ziehe mir mal was Regentaugliches an. Ich mache das gerne. Ich ziehe mich gern dem Wetter entsprechend an. Was sieht denn noch so aus, als wäre es gut im Regen? Eigentlich sieht das ziemlich weird aus. Ich mag die Rüstung, weil sie so super weird aussieht. Machen wir es so. Sieht ein bisschen komisch aus, aber sieht echt sehr komisch aus. Okay, ich habe das erste Fragment. Hier, bitteschön. Oh. Es muss noch ein weiteres geben. Mach einfach weiter wie bisher. Vielleicht hat das Wasser einige davon. Oder sie sind gesunken. Nachts leuchtet die Gravur der Steintafel. Die Fragmente sollten also sehr viel einfacher zu finden sein. Das Wasser, okay. Das ist es nicht zufällig magnetisch oder statisch irgendwie anhaltbar?
Nee, schade, das würde mir nämlich die Sache leichter machen. Das Wasser hat sie davongetragen oder sie sind versunken. Okay, das ist ein guter Hinweis. Müssen wir mal gucken. Krabbe, zu langsam. Aber wenn sie gesunken sind, dann finde ich sie nie. Aber wo hätte sie das Wasser denn hingetragen, ist die Frage. Nerviger Kerl, du. Ich kann ja jetzt schlecht hier das ganze Wasser durchsuchen. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke. Oh, es ist Mondnacht, Blutmondnacht. Aber vielleicht sind die irgendwo anders angespült worden, wenn das Wasser sie weggetragen hat. Da liegt es. Ich habe es gefunden. Oder? Ich glaube, das ist eine Muschel. Hätte ja sein können. Ja, Link, es ist Blutmondnacht. Ich weiß schon. Ich finde, diese Quest müssten sie auch nicht jedes Mal zeigen. Noch dazu muss man immer zwei Knöpfe drücken, um es abzubrechen. Warum? Das sind so Kleinigkeiten. Aber haben die nicht damit gerechnet, dass Leute das Spiel ein paar hundert Stunden spielen und die Sequenz dementsprechend ein paar hundert Mal sehen? Hätten sie aber. Da drüben sind Palmen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht darüber geschwemmt wurde oder so. Oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich könnte es mir vorstellen. Das ist schon sehr weit. Was ist denn das da? Wo gucke ich denn da hin? Das ist gar nicht auf der Karte angezeichnet. Now that's interesting. Oder gucke ich da ans Festland? Nee, ich meine, guckt euch das an. Ich gucke jetzt auf die Spitze. Ach so, hier. Okay. War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Nicht ganz an der Spitze, aber. Ah, das ist echt blöd. Die Tafel könnte überall sein, wenn das Wasser das hinfortgetragen hat. Nachts leuchten die und sind leichter zu finden. Ich meine, es ist nachts. Das ist ja schon mal gut, aber. Ich sehe nichts leuchten. Seht ihr was leuchten im Wasser? Ich sehe nur Fische im Wasser. Ich glaube, ich gehe mal angeln. Rüstschnapper. Ich dachte ehrlich gesagt, das sind Maxikarpfen oder so. Aber gut, Rüstschnapper nehme ich auch. Im Wasser, aber wenn's im Wasser versunken ist, kann ich dir auch nicht helfen. Vor allem wird es jetzt schon langsam wieder Tag, oder? Nee, es ist 1:30 Uhr, es ist nur eine sehr helle Nacht. Okay. Ich laufe jetzt mal hier ein bisschen am Strand entlang und schauen wir mal, ob wir da irgendwo im Wasser die Tafel sehen. Vielleicht da hinten. Vielleicht wird sie dahin getragen. Ups, ich habe mich nur verdrückt, sorry, aber es hat funktioniert. Hier wurden zumindest Fässer und Kisten hingespült und tatsächlich, da ist auch die Tafel hingespült worden. Ja, die sind so clever, oder? Das macht so Sinn, dass hier alles hingespült wird. Hier sind Kisten, hier sind Fässer, hier sind Fledermäuse. Ich weiß nicht, ob die auch angespült wurden, aber ist so. Und da ist natürlich auch das Fragment der Tafel hingespült worden. Ich finde das gut. Mache ich hier noch die Dinger kaputt. Zack, zack, zack. Und jetzt gehen wir zurück zum Tafelboy. Ja, ich habe ein neues Fragment. Hier, bitteschön. Guck mal, ist es nicht wunderschön? Ist das jetzt das Letzte? Es sieht so aus, als würde noch eins fehlen, oder? Noch ein weiteres Fragment muss es geben. Mach einfach weiter wie bisher.
Vielleicht gibt es sogar ein Fragment, das bis zur Keltia-Halbinsel oder nach Kap Isaki getragen wurde. Da ist Kap Isaki und die Keltia-Halbinsel. Naja, da hab ich mir vorher schon gedacht. Naja, dann müssen wir da wohl irgendwie rüber. Ich würde mir gerne ein Floß bauen, aber ich glaube, das geht nicht. Ich kann mal von da drüben zu segeln anfangen. Das ist eine gute Idee. Jetzt segeln wir mal mit dem Flugpad, soweit es geht. Und danach ziehe ich mir meine Schwimmhosen an. Und dann schwimmen wir darüber. So weit ist es auch wieder nicht. Aber wenn ich hier lossegel, schaffe ich es ungefähr bis zum Strand. Das ist super effektiv. Naja, dann schwimmen wir halt einfach. Ich hoffe, das ist nicht so weit, wie es aussieht. Es sieht gar nicht so weit aus. Ich hoffe, das ist nicht kürzer, als es aussieht. Ich fliege mal zu den kleinen Felsen da kann ich mich ausruhen und den Rest schwimmen wir dann schnell. Jetzt wird's Tag. Schlecht. Vielleicht machen wir dann drüben noch ein Lagerfeuer. Jetzt brauche ich erstmal meine Schwimmkapuze. Ich habe noch gar keine Schwimmhose. Ich brauche echt noch die Zoras-Schwimmhose. Da würde ich bestimmt einen ordentlichen Schwimmtempo-Bonus kriegen. Aber gut. Ich dachte echt, dass Zoras besser schwimmen können. Oder jemand, der Zoras Rüstungen trägt, auch. Es geht schon. Wir kommen voran. Es geht voran. Es geht voran. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Da reicht nicht mal ein kompletter Ausdauerring, wenn man darüber schwimmen will. Muss ich mal schnell noch was mampfen. Was Ausdauerregenerierendes. Da, 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 da. Da, 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 da. Also wirklich. Da, 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 da. Da, 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 da. Yay, geschafft. Und hier ist ein Croc drunter. Nee, der liegt ein bisschen... Doch, tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, nee, der liegt ein bisschen zu unauffällig. Wahrscheinlich doch nicht. Aber da war einer. Tschüss. Yay. Machen wir mal ein Lagerfeuer. Der Speer ist anscheinend nicht gut für Lagerfeuer geeignet. Schwert der Weisen. Oh, ich hab's gefunden. Ich wollte jetzt eigentlich ein Lagerfeuer machen und bis es... Ne, ihr versteht schon. Aber... War nicht notwendig. Hey, Schleimis. Zack. Schwert der Weisen. Vernichtung. Ich versuch mal was. Vielleicht haben wir Glück. Ich baue uns mal eine Rakete. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und ob es hinhaut. Du hättest mich mitnehmen sollen. Idiotenbaum. Versuchen wir es nochmal. Bauen wir uns da hinten nochmal eine Rakete. Und hoffen, dass wir diesmal mitfliegen dürfen. I like this. I like this so much. Okay. Na komm, schieb! Und heb währenddessen die Palmfrucht auf und schieb noch ein bisschen. Das ist gut. Der Winkel ist gut. Da wollen wir hin. Also, nochmal. Yahoo! hat uns schon ein Stückchen katapultiert. Oh oh, oh oh, oh oh. Hey, hallo Schwertkarpfen. Da vorne liegen sie, die beiden Stämme. Ich dachte, ich hätte vielleicht... Also ich dachte mir, wenn ich abspringe und mein Segel benutze, kommen wir noch weiter. Aber ich hätte einfach drauf stehen bleiben sollen. Dann wären wir bis hier gekommen. Aber egal. Kurz ausruhen. Genau.
ob ich die so treffen kann. Ja, aber da fliegt er in die falsche Richtung. Nein, warum? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich bringe ihn nur wieder zurück, wo er hingehört. Okay. Jetzt aber zurück zum Land paddeln. Sind da noch irgendwie Feinde in meiner Nähe? Schießen die noch auf mich oder so? Ich höre die ganze komische Platschgeräusche. Ah, da hinten. Octorok schießt auf mich. Mensch, Octorok, du bist vielleicht ein... Oh, er hat sich aufgelöst. Na gut. Hä? Wo kommst du her? Du warst aber da nachts noch nicht. Ja, ja. Ich sehe dich ganz genau. Warte mal. So. Nur, dass du es weißt. Du bist schlecht im Tarnen. So, junger Mann, hier kommt das letzte Tafelstück. Wie, es ist nicht das letzte Tafelstück, sage ich deiner Mutter. Hey. Ja, hier bitte. Faszinierend. Es ist Spock. Es ist sein Bruder. Es ist Spocks Bruder. Spocks kleiner Bruder. Spuck. Du hast sie alle gefunden. Dank dir habe ich jetzt eine Aussicht auf die eingravierten Texte. Die Tafel, ich kann sie entziffern. Dafür werde ich einen Moment Geduld brauchen. Bitte, bitte einen kleinen Moment Geduld. Okay, ich habe sie entschlüsselt. Also wirklich? Cool. Dank dir weiß ich jetzt, was hier geschrieben steht. Also, mal sehen. Zwei Knie nieder. Eins sind ihre Seelen der Prüfung offen Tor nicht zu verfallen. Okay, nochmal. Zwei Knie nieder. Eins sind ihre Seelen der Prüfung offen Tor nicht zu verfallen. Ich weiß wirklich, doch, du kniest dich. Geh mal, knie dich mal hier drüben hin. Ich knie mich hier hin. Können wir das machen? Ich glaube, er checkt, oder? Kann es wirklich so einfach sein? Vielleicht. Versuch's mal. Cool, eins sind unsere Seelen. Wie bei Pacific Rim. Und jetzt müssen wir zu zweit einen riesigen Kampfroboter steuern und Godzilla-Monster verprügeln. Stimmt's? Stimmt's? Ich befürchte leider nicht. Aber ein Schrein ist auch nicht schlecht. Los geht's. Die Summe der Teile geschafft. Ja, wir sind schon wieder... Ist wieder eine extra lange Folge, aber ist okay. Hat sich so ergeben. Jetzt gehen wir da rein und holen uns die Belohnung. Und dann reden wir vielleicht nochmal kurz mit Tafelstückchen Guy. Tafelstückchen Guy. Und dann... Oh, das ist ein richtiges Dungeon noch, mit Schlüssel und Rätsel. Ich dachte ehrlich gesagt, das Tafel zusammensetzen war jetzt die Aufgabe. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe riesen Spaß gerade mit Zelda. Ich habe so Spaß. Es ist einfach das beste Spiel, wirklich, das ich seit 10 Jahren oder so gespielt habe. Eins der wenigen, die mich in den letzten 10 Jahren so richtig umgehauen haben. Eins der ganz wenigen. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.